Dann darf ich aufrufen, Tagesordnungspunkt 2, erste Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung zum Gesetz zur Änderung des EAH-Gesetzes. Zur Einbringung der Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Sie haben das Wort, Herr Staatsminister. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn man sich Gedanken macht über die Frage, was kann man dazu beitragen, dass Unternehmen, dass Selbstständige, dass Freiberufler es bei der Unternehmensgründung einfacher haben, dann hört man oft so Sachen wie, man müsste doch mal irgendwas hinbekommen. Neudeutsch wird dann oft One-Stop-Shop genannt, weil alle denken, dann hört es sich irgendwie fetziger an, wenn man es auf Englisch sagt, dass man alle Unterlagen an eine Stelle bringen könnte und dass sich dann eine Stelle darum kümmert, dass die diversen Anmeldungen an die richtigen Stellen kommen. Und viele wundern sich dann, wenn ich sage, das gibt es schon, nämlich seit 2009 den einheitlichen Ansprechpartner Hessen. Falls Sie im Laufe der nächsten anderthalb Tage noch Bedarf haben, sich fortzubilden, kann ich nur sagen, googeln Sie das einmal, einheitlicher Ansprechpartner Hessen. Und was wir jetzt machen mit dem heutigen Gesetz, das ich hier für die Landesregierung einbringe, ist, dass wir die Zuständigkeit für diesen einheitlichen Ansprechpartner vom Wirtschaftsministerium an das Digitalministerium übergeben. Und das ist auch richtig so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ursprünglich, weil ja oft auch über die EU geschimpft wird, ist das übrigens zustande gekommen. Und nur deshalb ist es zustande gekommen, weil die Europäische Union im Jahr 2009 gesagt hat, bis dahin muss umgesetzt werden, Stichwort Dienstleistungsrichtlinie, dass man in allen Mitgliedstaaten ein solches Verfahren hat. Und deswegen will ich an dieser Stelle sagen, es ist ausdrücklich richtig, dass man an dem Punkt auch zwischenstaatliche bürokratische Hemmnisse abgebaut hat und auch grenzüberschreitende Dienstleistungen erleichtern kann. Das sage ich ausdrücklich, weil dazu stehe ich auch. Man muss natürlich immer überlegen, wann an solche Punkte auch missbraucht werden. Das ist klar, das gibt es. Aber bei dieser Frage ist es völlig unstreitig, dass man an dem Punkt auch aktiv werden kann. Der einheitliche Ansprechpartner Hessen ist bei den drei Regierungspräsidien angesiedelt. Ich will das an dieser Stelle sagen. Er ist einer der ersten Punkte gewesen, wo man dann wirklich einmal die Digitalisierung begonnen hat, auch in der öffentlichen Verwaltung. Wir werden in den nächsten Jahren bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung deutliche Veränderungen sehen. Ich glaube, die wenigsten haben schon verstanden, wenn ich das einmal so sagen darf, was eigentlich im Onlinezugangsgesetz alles so geregelt ist und was das Ziel ist, dass man nämlich eigentlich jeden Verwaltungsakt auch online erledigen können muss. Ich will das an dieser Stelle sagen, wenn wir ein bisschen zurückschauen auf die letzten Monate. Da war es oft ein Problem, dass Verwaltung noch nicht online in allen Bereichen erreichbar war. Denken Sie an die Zulassungsstellen und Ähnliches. Ich glaube, wenn man sieht, was der einheitliche Ansprechpartner kann, dann ist auch klar, dass so etwas funktioniert, dass man auch eine Stelle hat, wo sich dann am Ende in Anführungszeichen eine Behörde darum kümmert, dass Unterlagen an die Stadt, an die Kammer, an das Finanzamt, an wen auch immer kommen. Deswegen ist an dieser Stelle klar, wir haben noch viel zu tun. Auf der anderen Seite, wenn wir über Digitalisierung reden, will ich auch einmal über das reden, worüber nicht so viel geredet wird. Wir haben in den letzten Monaten auch gesehen, dass das klappt. Also, wir haben 136.000 Anträge auf Soforthilfe entgegengenommen online. Und teilweise bis zu 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regierungspräsidien haben zum allergrößten Teil übrigens von zu Hause aus über das Landesnetz diese Anträge bearbeitet. Und es hat funktioniert. Am Anfang hat es manchmal ein bisschen geruckelt, aber es hat funktioniert. Und ich glaube deswegen, dass wir an dieser Stelle den koordinierten Ausbau von elektronischen Services für Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft weitertreiben müssen, dass wir an dieser Stelle es deshalb folgerichtig ist, dass wir die Verantwortung in die Hände der Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung legen. Und ich bin ganz sicher, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren noch ganz viel über die Frage diskutieren werden, wie wir es schaffen, die Verwaltung am Ende noch digitaler zu machen und immer mehr Services, immer mehr Punkte, wo Menschen Begegnung, Berührung mit Ämtern haben,
am Ende auch digital zu ermöglichen. Deswegen freue ich mich, dass ich davon ausgehe, dass alle jedenfalls diesen Gesetzentwurf unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit ist das Gesetz eingebracht. Die Debatte darf beginnen. Und erste ist Frau Kollegin Walter von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Das Pult ist gesäubert. Sie dürfen agieren. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Im Leben gibt es Situationen, in denen helfende Hände gebraucht werden. Wer sich selbstständig machen möchte, ein Unternehmen oder eine Niederlassung gründen, einen Handwerksbetrieb oder ein Restaurant, eine Kanzlei eröffnen will, ein Gewerbe an- oder ummelden, der steht naturgemäß vor einem kleinen Berg an bürokratischen Hürden. Selbstständige, Unternehmerinnen und Unternehmer, Freiberuflerinnen und Freiberufler kennen diesen Berg oder lernen ihn spätestens kennen, wenn sie sich damit beschäftigen. Ehrfürchtig erzählt man sich vom steilen Weg nach oben, nicht selten erschwert durch den einen oder anderen Papiersturm oder die eine oder andere Gletscherspalte scheinbar unüberwindbarer Hürden. Und als sei das nicht schon genug, ist der Weg zum Gipfelkreuz meistens nicht gepflastert, sondern geht über ganz verschiedene Stationen nach oben. Wer hätte am Fuß dieses Berges nicht gerne einen Bergführer oder eine Bergführerin, die sich auskennen, die einem zur Seite stehen mit ihrer Erfahrung und ihrer Sachkenntnis, einen unterstützen mit Rat und Tat und die gefährlichen Stellen zu umgehen helfen und am schnellsten und komfortabelsten nach oben befördern. Unsere Gründerinnen und Gründer, unsere Unternehmerinnen und Unternehmer haben einen solchen Helfer, den einheitlichen Ansprechpartner Hessen. Eine zentrale Stelle, die eingehende Formulare und Dokumente Schritt für Schritt prüft, Mängel beseitigt und an die zuständige Stelle weiterleitet, Fristen im Blick hat, bei Rückfragen zwischen der zuständigen Stelle und den Antragstellerinnen und Antragstellern vermittelt, eine zentrale Stelle, die das Rüstzeug zur Verfügung stellt und Fallstricke aus dem Weg räumt. Allein im Zeitraum von 2014 bis 2018 haben 9.520 unternehmerische Gipfelstürmer das Angebot einer gebündelten Antragstellung in Anspruch genommen. 8.822 Anfragen konnten online abgeschlossen werden. Das zeigt ganz deutlich, das Angebot wird angenommen, die bildliche Kletterhilfe wirkt. Das heißt nicht, dass wir uns damit zufrieden geben. Denn auf jede erfolgreiche Erstbesteigung folgen weitere Expeditionen. Jedes erfolgreiche Programm zieht vollkommen zu Recht weitere Gletscherseilschaften nach sich. Um die stabil hohe Nachfrage unserer Unternehmerinnen und Unternehmer, Gründerinnen und Gründer und Selbstständigen im Bereich der 2.000 Anträge jährlich unkompliziert und schnell zu bedienen, ist es eine richtige Maßnahme, dieses Angebot noch intuitiver zu gestalten. In einer immer digitaleren Welt muss es unser Ziel sein, den Weg zum Bergkamm noch weiter zu erleichtern. Mit der Übertragung der Verantwortlichkeiten vom Wirtschaftsministerium unter das Dach des Digitalministeriums gehen wir genau diesen Weg hin zu noch mehr Digitalservice. Zudem stellen wir sicher, dass ein zukünftiger Zuständigkeitswechsel für das Aufgabengebiet oder eine Änderung der Ressortbezeichnung keine weiteren Gesetzesänderungen nach sich ziehen muss. Auch wenn die Basisstation der Bemühungen bei den Regierungspräsidien liegt, ist es uns wichtig, dass die Verantwortung für den einheitlichen Ansprechpartner mit der damit verbundenen Fachaufsicht in einer Hand liegt. Und genau das setzen wir damit um. Das Wirtschaftsministerium war ein sehr guter einheitlicher Ansprechpartner, und das Digitalministerium wird ein sehr guter neuer einheitlicher Ansprechpartner sein. Mit dem Übergang stärken wir das Portfolio elektronischer Angebote und setzen ausdrücklich auf ein bürgernahes Angebot, um die Inanspruchnahme unserer Steigeisen nicht unnötig zu komplizieren. Denn eines ist klar:
Auf dem Weg über den Berg der Demokratie, der Bürokratie, Entschuldigung, wird es immer die ein oder andere kleine Lawine geben. Und dann ist es schlicht unser Job als Politik und Verwaltung, diese Lawinen nicht nur zu umschiffen helfen, sondern im Fall des Falles auch mit dem Fässchen um den Hals zur Stelle zu sein. Ich freue mich auf Ihre Mithilfe. Lassen Sie uns gemeinsam für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer die Schippe in die Hand nehmen und den Weg zum Gipfel freiräumen. Denn wie der gerade veröffentlichte IFO-Geschäftsklimaindex zeigt, hält sich die Stimmung der Unternehmerinnen und Unternehmer auf. Und gerade das freut uns angesichts der letzten Monate außerordentlich. Danke schön. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Lichert gemeldet. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Der vorliegende Gesetzentwurf ist ja nun wirklich relativ unspektakulär, und er bietet im Grunde genommen sogar relativ wenig sinnvolle Ansätze für tiefgreifende Diskussionen und Debatten. Der Kontext drumherum aber sehr wohl. Der einheitliche Ansprechpartner Hessen, kurz EAH, ist nämlich Entbürokratisierungsbürokratie. Ja, das klingt komisch, und das ist es auch. Schließlich hat man erkannt, dass die bestehenden Strukturen für Selbstständige und Unternehmer oder solche, die es werden wollen, eben doch oft schwer zu durchschauen ist. Formulare und Prozesse sind fehleranfällig und damit langwierig und kostenträchtig. Man hätte natürlich auch die grundlegenden Strukturen und Prozesse vereinfachen können, aber so hat man lieber eine zusätzliche Organisation geschaffen. Das ist zwar keine echte Lösung, aber das, was man auf Neudeutsch einen Workaround nennt, also eine Umgehungslösung, die wenigstens das Problem lindert. Und der Herr Minister hat zu Recht darauf hingewiesen, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir verdanken den EAH im Grunde genommen der EU, genauer gesagt der EU-Richtlinie zur Vollendung des einheitlichen Binnenmarktes im Dienstleistungsbereich. Und daher gebe ich gerne zu Protokoll, es ist nicht alles schlecht und böse, was von der EU kommt, nur das Wichtige. Dass die Ressortverantwortlichkeit für den EAH nun zum Digitalministerium wandert, ist auch nicht wirklich bemerkenswert, es ist eher technischer Vorgang. Trotzdem glauben wir, dass dieses ganze Prozedere doch eine gewisse Blaupause für die Zukunft sein könnte. Warum? Weil vieles, was die geschätzte Frau Digitalministerin derzeit tut, noch alte Politik aus der Vor-Corona-Zeit der vollen Kassen ist. Und die ist bekanntlich vorbei. Diese Politik besteht nämlich im Wesentlichen aus dem Verteilen von Fördermitteln für digitale Dorflinten, Mobilfunkmasten, Digitalisierungszuschüsse für Unternehmen und. Klammer auf, Unternehmen, die sich erst dank Zuschüssen mit Digitalisierung ernsthaft auseinandersetzen, haben diese Zuschüsse vermutlich gar nicht verdient. Aber vermutlich handelt es sich in den allermeisten Fällen ohnehin um reine Mitnahmeeffekte. Verehrte Frau Prof. Sinemus, das ist einfach. Zu einfach für jemanden, der mit Ihrem Anspruch hier angetreten ist. Corona markiert eine Zeitenwende in den öffentlichen Finanzen, auch wenn das noch nicht bei jedem angekommen ist. So, nun ist im Kontext des EAH einigermaßen bemerkenswert, dass es gelingt, konkreten Mehrwert für die Kunden, also die selbstständigen Unternehmer, zu schaffen, ohne dass es das Land Hessen einen Haufen Geld kostet. Und genau das sollte der Motor eines Ministeriums sein, das digitale Strategie und Entwicklung im Namen führt. Denn das ist es, was Deutschland und Hessen und vor allen Dingen die Steuerzahler jetzt am meisten brauchen. Fehlt Ihnen die Inspiration? Da helfen wir gerne. Wie wäre es z.B. mit einem Management-Cockpit zur Krisenbewältigung? Wir alle wissen, dass in weiten Teilen der Wirtschaft die Lage aktuell sehr, sehr schlecht ist. Die passende Krisenrhetorik hat Einzug gehalten. Aber wie schlecht ist die Lage denn genau? Wie geht es weiter? Was ist mit der viel besungenen Glaskugel? Wir fahren auf Sicht, heißt es dann häufig. Aber wer auf Sicht fährt, der sollte auch die Augen aufmachen. Sonst wird daraus ganz schnell einparken nach Gehör. Und die entsprechenden Blech- und sonstigen Kollateralschäden sind vorprogrammiert. Sowohl für die Landesregierung als Exekutive als auch gerade für uns als Legislative ist deswegen gerade in Krisenzeiten
eine gezielte Erfolgskontrolle und damit auch Erfolgsmessung natürlich extrem wichtig. Nur so können Kurskorrekturen erfolgen, nur so können wir nachjustieren. Die Haltung der Koalition zur Haushaltsgesetzgebung und damit mittelbar auch zur Gewaltenteilung kennen wir jetzt spätestens seit dem Sondervermögen. Wer dieses Hohe Haus und seine Rolle als erste Gewalt ernst nimmt, der braucht natürlich auch die entsprechende Daten- und Entscheidungsbasis. Sonst wird aus Fahren auf Sicht nämlich ein Blindflug. Die Mittel dazu sind möglichst aktuelle Ist-Daten zu den Kostenumsätzen und Lohnentwicklungen der Unternehmer. Und wenn Sie jetzt fragen, ja, wo sollen denn diese Daten herkommen, dann ist die vielleicht verblüffend einfache Antwort, die sind schon da. Und zwar in Form der Umsatz- und Lohnsteuervoranmeldungen der Unternehmen. Natürlich nicht in Echtzeit, aber mit einem maximalen Versatz von runden 6 Wochen zum Betrachtungszeitraum. Und wenn wir ehrlich sind, das sollte für unseren Vorlauf reichen. Natürlich müssen diese Daten anonymisiert und aggregiert werden. Das ist alles nicht trivial. Aber ich glaube, das ist doch ein dankbares Thema für ein Ministerium, das digitale Strategie und Entwicklung im Namen führt. Durch die Branchenzuordnung der Unternehmen erhielten wir dadurch einen genauen Indikator für die tatsächliche Lage in den einzelnen Branchen und damit auch mittelbar für die Unternehmen. Wie entwickeln sich die Umsätze? Wie entwickeln sich die umsatzsteuerpflichtigen Kosten der Unternehmen? Was bedeutet das für deren Wirtschaftlichkeit? In welchen Branchen sind besondere oder durch Zweitrenteneffekte begründete Belastungen gegeben? Wie sollen wir zielgerichtet fördern, wenn wir all das nicht wissen? Dann bleibt ansonsten nämlich nur die große Gießkanne und das Ködern von Bürgern und Unternehmen mit der großen Zitze des Staates. Und wir können es uns schlicht nicht mehr leisten, so zu verfahren, wenn wir unseren Kindern und Kindeskindern mehr als Schulden und Steuern hinterlassen wollen, ganz besonders vor dem Hintergrund der demografischen Katastrophe, der hier auch gerne verniedlicht wird. Die skizzierte Fokussierung auf die Umsatzsteuer alleine ließe jedoch die Lohnkosten außen vor. Und auch wenn durch Kurzarbeit der unmittelbare Druck auf die Unternehmen durch Lohnzahlungen ein wenig abgemildert ist, müssen natürlich auch die Lohnkosten in ein solches Management-Cockpit mit einfließen. Und wir erhielten nebenbei damit auch einen guten Indikator für die wahre wirtschaftliche Bedeutung dieser Branche. Glücklicherweise ist auch das über die Lohnsteueranmeldung der Unternehmen vergleichsweise leicht möglich. In Kombination mit den Daten zur Kurzarbeit, die ebenfalls erst nachgelagert wirklich belastbar sind, Sie kennen die Differenz zwischen Anmeldungen und tatsächlichen Ist-Kurzarbeitern, zusammen ergibt das Ganze einen vernünftigen Indikator. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und jetzt stellen Sie sich doch bitte einmal vor, wenn die tatsächliche Wertschöpfung und volkswirtschaftliche Relevanz der Branchen und Unternehmen, wenn das Entscheidungsgrundlage der Politik wäre und nicht die Lautstärke und Vernetzung von Branchenlobbyisten und Verbänden. Das wäre dann tatsächlich einmal eine bahnbrechende Entwicklung für Hessen und ein Beispiel für andere Bundesländer. Der Status quo ist es jedenfalls nicht. Mit der Herr Lichert, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Herr Präsident, ich danke Ihnen. Ich komme sofort zum Schluss. Mit der Entbürokratisierung kommen wir jedenfalls offenbar nicht hinreichend voran. Sonst bräuchte es den EAH nicht. Daher unterstützen wir diese Entbürokratisierungsbürokratie. Die AfD stimmt dem Gesetzentwurf zu. Danke schön. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Bamberger. Ach, da, jetzt sehe ich ihn. Herr Bamberger, Sie bekommen das Wort. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mir heute ganz viele Freunde zu machen mit der kürzesten Rede des Tages. Aber nach der Standpauke des Kollegen Weiß vorhin habe ich Zweifel, dass mir das gelingt. Der Gesetzentwurf liegt Ihnen vor. Der Sachverhalt ist relativ kurz und knapp zu formulieren. Die Fachaufsicht für den EAH wechselt von dem einen zum anderen Ministerium. Und damit ist im Prinzip auch schon alles gesagt. Ich bin erstaunt, dass
dass man hier so ab- und ausschweifend und so lange zu dieser Sache reden kann und dann tatsächlich noch zu einer nachträglichen Haushaltsdebatte kommt. Herr Lichert, Anerkennung für diese Leistung. Also, das Gesetz findet natürlich unsere Zustimmung, und wir bitten auch um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Danke, Herr Bamberger. Für die SPD-Fraktion versucht jetzt die Kürze Herr Eckert. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben ja heute und gestern wurden schon häufiger der ein oder andere Dichter, Denker oder Geistesgrößen erwähnt. Und ich will auch mit einem Zitat anfangen, weil es der Bedeutung dieses Gesetzes gerecht wird. Jean-Jacques Rousseau hat gesagt, Geschmack ist die Kunst, sich auf Kleinigkeiten zu verstehen. Zitat Ende. Herr Minister, bei dem Gesetzentwurf haben Sie deswegen Geschmack bewiesen. Es ist in der Tat eine Kleinigkeit, die Sie verändern. Daher haben mich manche Reden auch hier verwundert, ob ihrer Länge im Verhältnis zur Bedeutung des Gesetzentwurfs. Aber da haben Sie natürlich recht, meine Damen und Herren, denn es ist ein historischer Tag für Hessen mit diesem Gesetzentwurf. Das ist ja das, was Schwarz-Grün gerne erzählt, aber in dem Fall stimmt es wirklich. Denn nach 1,5 Jahren im Amt bekommt die Ministerin für Digitales und Entwicklung endlich auch ihre eigene Zuständigkeit, und sei es nur die Fachaufsicht über den einheitlichen Ansprechpartner in Hessen, meine Damen und Herren. Deswegen ist das in der Tat keine Grundsatzdebatte wert, die Frage von Digitalisierung, die Frage von Services der öffentlichen Hand für Unternehmen. Das können wir gerne diskutieren. Aber jetzt hier daraus so eine lange Debatte zu machen, ich empfehle Ihnen, so wie der Kollege Kaffenberger vor über einem Jahr hier an der Stelle Ihnen gesagt hat, schauen Sie sich mal an, e-governmenthessen.de. Immer noch offline. Immer noch nichts passiert. Frau Ministerin, nicht nur die Zuständigkeit übernehmen, da haben Sie echte Bretter zu bohren und nicht nur die Fachaufsicht zu bekommen, sondern kommen Sie dann auch tatsächlich ins Handeln. Denn über diese Dinge würden wir Services nach außen darstellen können. Das ist mehr als nur die Fachaufsicht für den EAH. Für die vertiefte Debatte freue ich mich auf den Ausschuss. So viel sei gesagt, ich habe das in meinem früheren Leben tatsächlich auch fachlich begleitet in der Verwaltung. Von daher können wir uns trefflich über die Herausforderungen streiten und freuen uns auf den Ausschuss. Herzlichen Dank. Danke, Herr Eckert. Für die FDP hat sich Herr Stirbe gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Freie Demokraten wollen einen unkomplizierten Staat, einen Staat, der es den Menschen einfach macht. Das Ziel dieses einheitlichen Ansprechpartners ist genau das, ist bürokratische Hürden abzubauen und mehr Unternehmer nach Hessen zu holen und zu locken. Und deshalb haben Freie Demokraten bei der Einrichtung dieses einheitlichen Ansprechpartners uns auch für diesen eingesetzt. Das bleibt nämlich ein wichtiges Ziel für uns. Wie der Herr Kollege Lichert schon zu Recht angemerkt hat, ist es eine Initiative der Europäischen Union. Und schon deshalb, weil es eine antibürokratische Initiative der Europäischen Union ist, ist diese Initiative geeignet, doch so manches Vorurteil gegenüber der EU abzubauen. Übrigens, nicht nur an diesem Thema sieht man, dass die Europäische Union kein bürokratisches Monstrum ist. In sehr, sehr vielen Bereichen war die Europäische Union der Vorreiter für soziale Marktwirtschaft in Europa. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit diesem vorliegenden Gesetzentwurf soll die Fachaufsicht vom einheitlichen Ansprechpartner vom Wirtschaftsministerium zum Digitalministerium wechseln, von Herrn Al-Wazir zu Frau Sinemus. Das ist goldrichtig.
aus unserer Sicht, weil die Freien Demokraten seit Langem ein Digitalisierungsministerium fordern, das in der Tat Kompetenzen hat und diese Kompetenzen auch nutzt. Wir wünschen uns mehr Kompetenzen für das Digitalisierungsministerium bei der Umsetzung etwa des auch schon vom Herrn Minister angesprochenen OZG, bei der digitalen Bildung, bei mehr Kundenfreundlichkeit, bei mehr agiler Verwaltung. Und wir sehen diesen kleinen Gesetzentwurf, von dem Herr Eckert gesprochen hat, in der Tat als Möglichkeit, aus dem Digitalisierungsministerium mehr zu machen, als es das bisher ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Und Sie haben gesagt, das wäre nicht so ein bedeutendes Gesetz, Herr Eckert. Ich finde schon, dass es eine Bedeutung hat, wenn wir dieses, ja, wenn wir das hier weiterentwickeln. Herr Al-Wazir hat sich eben gewundert, dass noch niemand diesen einheitlichen Ansprechpartner kennt, hat er sich so ein bisschen gewundert. Manche kennen ihn. Wenn man sich mal den Auftritt dieses einheitlichen Ansprechpartners im Internet anschaut, da muss man sich nicht wundern, dass das den bisher noch keiner kennt. Da ist noch viel zu tun, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der einheitliche Ansprechpartner sollte ein Lotse durch den hessischen Behördendschungel sein, vor allen Dingen für ausländische Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler, die in Hessen tätig werden wollen. Und solch ein Lotse ist wirklich nötig. Eine völlig digitale Unternehmensgründung, wie wir das zum Beispiel aus Estland kennen, wo das in 18 Minuten nötig ist, das ist in Hessen noch ziemlich weit weg. Das ist noch ein ziemlicher Traum. Und wenn das Digitalisierungsministerium jetzt die Fachaufsicht übernimmt, darf es den einheitlichen Ansprechpartner eben nicht nur verwalten, sondern muss dieses Angebot aktiv weiterentwickeln. Gedacht ist dieser einheitliche Ansprechpartner gerade für ausländische Unternehmen. Aber derzeit nutzen hauptsächlich deutsche Unternehmen diesen einheitlichen Ansprechpartner. Und ja, man kann den einheitlichen Ansprechpartner per E-Mail kontaktieren. Das ist durchaus möglich, und das ist gar nicht selbstverständlich in einem Land, in dem Lehrer erst in diesem Jahr eine offizielle E-Mail-Adresse des Landes bekommen. Aber das darf nicht unser Anspruch sozusagen für Digitalisierung in diesem Land sein. Hallo, wir haben jetzt 2020 und nicht etwa 1970. Ja, man kann Online-Anträge stellen, aber es ist für ausländische Freiberufler und Selbstständige fast unmöglich. Es gibt sogar eine englischsprachige Broschüre. Wenn man dann aber dort auf den Link klickt, kommt man dann doch wieder auf ein deutsches Formular und auf eine deutsche Seite. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist nicht 1920, das ist nicht 2020, das ist 1970. Also, wir brauchen ein vollständiges, digitales, medienbruchfreies Angebot, das für in- und ausländische Unternehmer einfach zu nutzen ist, das einen echten Mehrwert darstellt und das bürokratische Hürden abbaut. Der Wechsel von Fachaufsicht des einheitlichen Ansprechpartners von dem Wirtschaftsministerium ins Digitalministerium klingt irgendwie nach einer trockenen Angelegenheit, aber man kann echt daraus machen, es steckt echt was dahinter. Es geht nämlich nicht nur um einen Wechsel der Zuständigkeit, bauen wir digitale Services für Bürger und Wirtschaft aus. Der einheitliche Ansprechpartner vereint viel Know-how und viele Ressourcen. Frau Ministerin, sorgen Sie dafür, dass dieser einheitliche Ansprechpartner ein echter, Tarek Al-Wazir hat schon zitiert, Point of Single Contact wird für Unternehmer nicht nur aus Deutschland, sondern aus aller Welt. Der Weg von der Digitalisierungswüste und der Weg von der Servicewüste zu einer Willkommenskultur gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen aus dem Ausland ist noch weit. Wir brauchen das aber, um unseren Standort von internationaler Bedeutung weiter zu beflügeln. Schön, Frau Ministerin, dass Sie diese Aufgabe jetzt übernehmen. Wir wünschen Ihnen dabei eine gute Hand. Vielen Dank, Herr Stirböck. Wir sind am Ende der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs angelangt und überweisen ihn
zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den WVA.